Hallo zusammen, hier aus dem Wald. Heute mal ein reines Outdoor-Video. Der Morgen ist wirklich wunderschön. Der Tag verspricht auch richtig gut zu werden und angenehm. Es ist endlich mal trocken, auch seit ein paar Tagen, dass man nicht nur durch Morast läuft. Und wir genießen jetzt diese morgendliche Ruhe. Es ist nämlich noch kein Mensch unterwegs hier. Und das wollen wir ausnutzen. Außerdem habe ich noch eine Buschbox im Gepäck, die ich endlich mal anfeuern kann jetzt. Und den Morgenkaffee, den werde ich jetzt gleich hier draußen genießen. Vielleicht auch zusammen mit euch, wenn ihr Lust habt mitzukommen. Und das ist ein Wildschwein-Drive-In. Als ich gerade hier durch den Wald gestapft bin, habe ich mich entschlossen, den Morgenkaffee durch einen Tee zu ersetzen. Und zwar durch einen Fichtennadeltee. Ich habe es ja schon des Öfteren gesehen, habe es aber selber wirklich noch nie probiert. Und da ich aber letztens eine Fichte mal richtig genau bestimmt habe, bin ich mir sehr sicher, dass genau diese kleinen Ästchen hier jetzt von der Fichte kommen. Und damit werde ich mir jetzt mal einen Tee zubereiten. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Die Buschbox Ultralight ist meine neueste Errungenschaft und die würde ich heute mal gerne anheizen, der Einfachheit halber mit einem Trangia. Zu Hause hat der Aufbau ziemlich gut funktioniert. Jetzt bin ich gespannt, ob das hier draußen in der großen weiten Wildnis am frühen Morgen, wenn ich noch nicht so ganz wach bin, auch so gut klappt. Ich rechne eher nicht damit, aber sieht schon nicht verkehrt aus. Natürlich die letzte Ecke, die macht wie immer Schwierigkeiten. Klar. Aha, passt aber. Ja, und wie gesagt, habe ich mich heute gegen den Kaffee und für den Fichtennadeltee entschlossen. Und diese Teile kommen jetzt direkt ins Wasser. Also auf dem Wasser so ein öliger Film. Ich denke mal, das sind die ätherischen Öle, die da aus den Fichtennadeln rausgezogen worden sind. Es riecht ja nach Wald, irgendwie so ein bisschen nach Weihnachtsbaum. Allerdings wesentlich angenehmer. Ja. Ja, schmeckt irgendwie ziemlich erfrischend. Ganz lecker. Allerdings bin ich eher ein Freund des etwas intensiveren Geschmacks. Das heißt, das nächste Mal kommt noch etwas mehr an Fichtennadeln ins Wasser, damit es noch etwas intensiver schmeckt. Man merkt, dass es aromatisiert ist, aber mir persönlich etwas zu leicht. Weil der Geschmack ist ziemlich angenehm. Der könnte für mich noch ein bisschen kräftiger sein. Aber ich bin ja nicht das letzte Mal im Wald. Das Wasserkochen mit der Ultralightbox und dem Trangia im Zusammenspiel, das hat auch wirklich super funktioniert. Ich habe auch schon die etwas neuere Version von dem Ultralightkocher mit dem etwas breiteren Ausschnitt hier, sodass ich mit meinem Löschdeckel hier problemlos dazwischen gekommen bin, um das Ganze dann hinterher abzulöschen. Ist das nicht herrlich? Früh am Morgen, die Vögel zwitschern. Die Sonne scheint, ich bin ganz alleine hier unterwegs, totale Ruhe, bis auf mein Geplapper. Es macht unwahrscheinlich Spaß, zu der Uhrzeit draußen in der Natur zu sein, wenn der Tag erwacht. Herrlich.
Ja, im Prinzip ist das hier auch so eine Art Erprobungstour für mich, denn ich habe einige Ausrüstungsgegenstände neu am Start. Die wollte ich mal probieren, wie zum Beispiel einen kleinen Tagesrucksack, einen Slingshot. Da sollte alles reinpassen, was man so für eine kleine Tour mal ebenso in den Wald braucht. Dazu sollte er natürlich noch bequem zu tragen sein. Das neue Stativ, was ich hier mitschleppe, das sollte kompakt genug und leicht genug sein, um es wirklich immer dabei haben zu können. Auf der anderen Seite sollte es hoch genug ausfahrbar sein, um solche Aufnahmen wie jetzt machen zu können. Und natürlich die Bushbox Ultralight im Zusammenhang mit meinem Trangia, um mir draußen ein Heißgetränk zu machen. Später möchte ich das gerne noch mal ein bisschen steigern und mir etwas darauf zu essen machen. Aber ich bin ja nicht das letzte Mal im Wald. Für heute bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, haben sich die Ausrüstungsgegenstände ganz gut geschlagen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht die nächsten Wochen. Aber für heute bin ich echt zufrieden. Und wir zwei trinken jetzt noch den Fischnadeltee, beziehungsweise ich penne nur ihr Wasser. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg in den Wald. Auch wenn das jetzt eine reine Outdoor-Tour von uns ist, habe ich natürlich trotzdem einen Dummy dabei, habe auch die Gelegenheit wieder genutzt und an unserem Lagerplatz einen Dummy ausgelegt und bin mit Penny jetzt zurückgekommen. Das ist ein ganz schönes Streckchen. Das liegt auch hinter einer Kuppe. Das heißt, ich weiß nicht, was dahinter passiert. Ich kann ihr nicht wirklich helfen. Allerdings muss ich sagen, es ist diesmal, ja, einfach will ich nicht sagen, aber wir haben Unterstützung dadurch, dass wir sie im Prinzip einen Weg entlang schicken. Das war unsere kurze morgendliche Outdoor-Tour. Freut mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Demnächst wird es noch mehrere solche Touren geben. Die werden auch etwas länger ausfallen. Und ihr seid recht herzlich eingeladen, uns auch zu solchen Touren mitzubegleiten. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt immer fair zu eurem Hund. Bis dahin, tschüss, euer Dummywerfer.